Liebe Fische, herzlich willkommen. Das ist die allgemeine Monatsprognose für Dezember 2020. Am 1. des Monats tritt Merkur in Schütze ein. Bis 21. Dezember kann sich deine tägliche Routine beschleunigen oder stark verändern. Viele Fische werden versuchen, mehr Abwechslung zu haben. Wahrscheinlich will man mehr unterwegs sein. Wenn man in einer großen Firma arbeitet, dann wird man viele Gespräche führen und eine Menge Büroarbeit erledigen. Zwischen 2. und 6. des Monats haben wir Merkur, Trigon, Neptun. Du dürftest dir viele Gedanken um jemanden machen. In der Liebe wirst du nicht loslassen wollen. Starke Emotionen können an diesen Tagen hochkommen. Schuldgefühle und Blauäugigkeit sollen vermieden werden. Zwischen 7. und 9. haben wir Sonne Quadrant Neptun. Erlebnisse, die eine gewisse Ungewissheit und Unsicherheit beinhalten, können auftauchen. Die Überwindung von Ängsten wird für die Lösung eines Problems unerlässlich sein. Zwischen 10. und 11. des Monats haben wir Sonne Trigon Mars. An diesen Tagen scheinst du sehr beschäftigt zu sein. Große Geldausgaben sind möglich, jemand kann strenge Anforderungen an dich stellen. Zwischen 12. und 30. des Monats bilden Merkur und Neptun einen Quadrat. Deine Gesundheit oder die Gesundheit eines nahestehenden Menschen kann gefährdet sein. Man sollte bis 18. Dezember nicht verreisen oder Besuch empfangen, ansonsten wird man irgendein Risiko eingehen. Am 14. haben wir einen Neumond und eine Finsternis in Schütze. Es wird Zeit, meine liebe Fische, dir neue Ziele zu setzen, sodass du dich aus einer ungünstigen Lage befreien kannst. Eine Umsiedlung oder räumliche Umgestaltung kommt an diesem Datum bei vielen Fischen in Frage. Wir haben dann am 14. des Monats Saturn in Wassermann eingetreten. Bis März 2023 dürftest du dich mehr isoliert fühlen als zuvor. Arbeit im Hintergrund oder hinter den Kulissen ist bis dahin äußerst begünstigt. Diese Position des Saturn kann sich auf die Gesundheit je nach Geburtshoroskop mehr oder weniger negativ auswirken. Wir haben dann am 15. Dezember Venus in Schütze eingetreten. Bis 8. Januar wirst du mit Hilfe eines Menschen vieles erreichen können. Dieser Mensch kann eine extrovertierte Frau oder ein kreativer Mann sein. Der Kontakt mit Menschen im Ausland oder aus der Ferne kann im Fokus stehen. Danach, zwischen 17. und 19. haben wir Saturn und Jupiter in Wassermann eingetreten. Im Bereich der Finanzen dürfte sich bald vieles plötzlich ändern bei dir. Um deine Lebensgrundlage zu sichern, musst du bis Ende Januar 2021 eine Alternative zu dem, was du kennst, finden. Zwischen 20. und 21. des Monats haben wir Jupiter-Konjunktion Saturn im Wassermann. Als Vorbereitung für das kommende Jahr sollte man jegliche Abhängigkeitsverhältnisse beenden, wenn diese vorhanden sind. Zwischen 22. und 23. haben wir einen Spannungsaspekt zwischen Mars und Pluto. An diesen Tagen sollte man die Dinge entspannt und gelassen annehmen. Sich gegen die Strömung zu bewegen, würde nichts bringen, meine liebe Fische. Zwischen 24. und 28. haben wir Merkur, Trigon, Uranus. Und das heißt, in den Bereichen der Familie und der Partnerschaften muss man eine Problematik sachlich besprechen und konsequent sein. Und dann beendest du das Jahr mit einem Vollmond in Krebs zwischen 30. und 31. des Monats. Im Bereich der Kinder und Enkelkinder sollte man bis Mitte Januar neue Herausforderungen meistern
Im Allgemeinen sollte man sich von unnötiger Arbeit und unfairen Verpflichtungen am Monatsende befreien. Meine liebe Fische, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose. Wenn du eine Prognose für das kommende Jahr oder für die kommenden Jahre brauchst, kannst du dich gerne bei mir melden bzw. eine Beratung buchen. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, alles Gute, guten Rutsch ins neue Jahr 2021, viel Gesundheit und viel Erfolg. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.